Ja, los, wieder GBF Acker der Allmeister mit dem Let's Play diesmal von Lords of the Realm. Es war ja gewünscht, dass ich mich dieses Spiels mal annehme. Und das mache ich dann hiermit auch. Und eine Besonderheit an diesem Spiel ist, dass es eine CD-Version davon gab, eine Fortsetzung. Das Original spielte auf der englischen Karte. Und in dieser CD-Edition gab es die Deutschland- oder Mitteleuropa-Karte mit dazu. Und die werden wir spielen. Dazu muss ich jetzt hier N drücken, aus irgendeinem Grund auch immer, aus welchem Grund auch immer. Da steht nicht dabei, was es bewirkt, aber das habe ich dann irgendwann mal rausgefunden. Steht einfach nur Punkt-Exe YN. Und wenn ich auf N drücke, bekomme ich dann eben die, ja, Deutschlandkarte. Und ja, das Intro läuft ein bisschen schneller ab. Ich habe die CPU-Geschwindigkeit ein bisschen erhöht, damit das Spiel ein bisschen flüssiger läuft. Das bedeutet aber auch, dass hier das Video schneller abläuft. Von Impressions, Games, Lords of the Realm. Läuft also sehr schnell ab hier gerade. Und ja, hier sehen wir die ganzen Credits. Ja, das Ganze ist ein Strategiespiel, wie sich einige schon denken können. So ein bisschen im Stil von Kingdoms of Germany, wo es ja auch am Anfang oder im ersten Teil dann hier eine englische Karte gab. Eine englische Karte gab und dann in der Fortsetzung eine Deutschland- oder Mitteleuropa-Karte. Und ja, dementsprechend werden wir uns auch dessen annehmen. Es gibt schon ein gutes Let's Play von Way to Fail für die englische Karte und wir machen das Ganze jetzt in Deutsch mit der Mitteleuropa-Karte. Ja, eine neue Eroberung starten wir und hier können wir den Schwierigkeitsgrad einstellen. Der lässt sich einstellen von jeweils für Wirtschaft und Kriegsführung von Anfänger bis Meister. Was das bewirkt, ist unter anderem, dass Zufallsereignisse, zumindest bei der Wirtschaft, sehr viel ja, schlechter ausfallen für uns. Und ich bin ja kein Freund von Zufallsereignissen. Kingdoms of Germany hatte mehr noch so einen strategischen Schachcharakter, wo es darum ging, genau auszutarieren, wie man das schaffen kann. Weshalb ich das auch auf maximalen Schwierigkeitsgrad spielen konnte, weil meine Strategie einfach funktioniert hat, in jeder Lage. Während hier ist es so, wenn man hier auf Meister spielt, fliegt einem quasi alles um die Ohren. Da wächst keine Getreide mehr, fast nicht, und man kriegt nur noch sehr selten überhaupt gute Ereignisse und der Gegner ist noch übermächtiger als schon auf schwer, aber wir werden schwer jetzt spielen, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie man hier überhaupt ein Spiel ansatzweise gewinnen kann, weil das auch schon schwierig ist und man sehr viele schlechte Ereignisse, dann Zufallsereignisse bekommt. Deshalb werde ich nicht auf Meister spielen. Seht es mir bitte nach. Was wir aber anschalten werden, ist volle Sicht. Das ist, dass man in andere Länder reingucken kann, dass man sehen kann, was der Gegner zum Beispiel macht und nicht nur, was man selber macht. Und das mache ich einfach, um strategisch besseren Überblick zu haben. Begrenzte Sicht ist da sehr, sehr begrenzt. Also man sieht im Grunde genommen nur das, was man auch selber, ja, oder erobert hat oder auch wo die Truppen sind, glaube ich zumindest. Ich habe es ehrlich gesagt nie ganz ausgetestet, weil das ist mir dann auch zu blöd gewesen. Ja, volle Sicht und also sind dieselben Einstellungen wie bei Way to Fail, der das englische Let's Play gemacht hat und ja, wir gehen mal auf OK. Es gibt eine deutsche Sprachausgabe. Wie viele Personen nehmen teil? Vielleicht werde ich ihn mal ausstellen, weil sie ein bisschen nervt. Und zwar nur eine. Wir können rechtsklicken für die Vorgabe, das machen wir auch. Wählen Sie Ihr Schild. Ja, wir wählen das Schild rot, weil ich das in Kingdoms of Germany auch schon so hatte. Und ja, das ist meine Lieblingsfarbe. Es gibt fünf, nein, nicht Lieblingsfarbe, das ist zu viel gesagt, aber das finde ich ganz gut. Und es gibt fünf Gegenspieler immer und die wählen sich dann entsprechend die Farben aus, nach dem, was man selber quasi nicht gewählt hat. Also die übrigen Farben teilen die unter sich auf. Ja, so. Und hier ist die Spielreihenfolge. Wer als erster in einem neuen Jahr quasi, oder in einer Runde, das Spiel ist in vier Jahreszeiten unterteilt, wer als erster dann ziehen darf und danach kommt man dann selber dran. Also der Baron, der Bischof, GBF, also wir, der Ritter, die Countess und der Earl. Und wir starten hier, oh, tatsächlich in Bremen. Das ist zufallsbasiert, wo wir tatsächlich starten werden. Und ja, das ist gar nicht so schlecht, dass wir tatsächlich dann hier auch in Ostfriesland quasi starten. Das ist ja hier, daneben her gibt es noch Holland. Aber Ostfriesland ist ja hier in dieser Ecke mehr. So in Niedersachsen ist das ja quasi grob umfasst hier. Und die Karte ist nicht ganz getreu. Denn aus irgendeinem Grund ist Dänemark hier verschwunden. Und ja, ist durch die
Es gibt auch quasi keine Nord- und Ostsee mehr, es gibt nur noch die See. Hier sehen wir ein Schiff, vielleicht eine Kogge, durch die Gegend schippern und ja, hier ist unsere Startposition. Und dann haben wir noch die anderen Gestalten hier. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Farbe wessen ist. Werden wir schon rausfinden. Ich meine, das Schwarz ist die Comtesse und Blau ist der Ritter. Gelb ist, Weiß ist der Earl. Lila ist der Bischof. Und Grün ist dann, ja, bleibt mir übrig, hier der Baron. Genau. Genau. Und hier kann man noch ein paar Sachen dazuschalten. Die Fahnen kann man klein oder groß halten. Machen Sie mal groß. Hier sieht man noch, kann man Truppenbewegungen ein- und ausschalten, Schlachten ein- und ausschalten, Burgen ein- und ausschalten und Händler ein- und ausschalten, wo die sich gerade Händler befinden. Ja, aber gehen wir doch mal nach Bremen. In die nähere Ansicht. Und hier sehen wir mehrere Felder und Häuser und all sowas und Straßen. Und hier unser Hauptdorf. Und ja. Das alles kann man hier nicht beeinflussen, man kann das hier nicht anpacken. Man kann nur Truppen anpacken, wenn sie denn mal hier sind. Aber ansonsten ist das alles nur zur Darstellung. Also das ist alles ganz symbolisch gemeint. Das ist eigentlich nur fürs Militärische und für Burgen, wenn die dargestellt werden. So, hier unten haben wir ein paar Buttons. Das eine ist, wie gesagt, unsere Hauptlandkarte. Da kommen wir immer wieder zurück. Das andere ist Information. Da können wir ein neues Spiel starten, das Spiel beenden. Musik ein- und ausschalten oder Soundeffekte ein- und ausschalten. Und das Spiel speichern und laden. Finanzbutton ist für die Finanzen da, ist logisch. Wir bekommen 40 Kronen im Jahr. Hier sehen wir unsere Abrechnung, dass wir von den Steuern bekommen wir 40, ja, 40 bekommen wir. Löhne bezahlen wir noch keine, von uns gestohlen wurde auch noch nichts. Und Käufe, Verkäufe werden auch mit einberechnet. Aber da ist momentan noch nicht viel zu sehen. Hier können wir die Charts ansehen, in verschiedenen Stufen, je nachdem wie viel wir haben. Können wir dann den Verlauf unserer der Zeit quasi sehen, was wir eingenommen haben oder verloren haben. Auf das Auf und Ab der Finanzen sozusagen. Wie an der Börse. So, hier können wir den Steuersatz festlegen. Wenn man den auf 15 reduziert, bekommen alle Einwohner plus einen Moralbonus. Auf 10 dann plus 2 und 5, glaube ich, plus 3. Wir werden das aber auf 20 lassen. Einfach, weil wir das Geld auch immer brauchen werden. Und AD 1326... 1267 ist unser Startjahr und AD 1326 ist das Endjahr. Also man sieht hier dann hier im Laufe der Zeit immer mehr Balken hinzukommen, für jedes Jahr einen. Ja, und ansonsten können wir noch unsere Waffen hier einsehen. Wir haben aber noch keine geschaffen oder gekauft. Und ansonsten können wir noch Botschaften senden an die verschiedenen Leute hier, Baron, Earl, Countess und all so weiter und können denen quasi... Ich habe die Nase voll von euch. Euren Angriffen, eurer Falschheit und Hinterlist. Gebt Acht. Ja, da wird dann halt quasi gedroht. Man kann Leuten drohen oder sie loben. Für die faire, aber harte Art, in der ihr regiert. Ja, und Bündnis können wir komischerweise kein schließen, aber mögen wir uns wohl auch nicht. Ihr seht ja aus wie eine Kröte, aber ich bin ja Tierlieb. Sehr gut. Ich habe die Nase voll. Ja, und das sind die ganzen Sprüche, die man da absondern kann. Man kann auch hier textmäßig selber was schreiben. Und ja, ist bloß die Frage, ob dann der Text auch noch erhalten bleibt. Ja, der Text, also der gesprochene Text bleibt erhalten, egal was man hier reinschreibt. Er ist ja tierlieb. Und wie gesagt, da kann man dann hier Bündnisse mit den Baronen, mit den anderen schmieden. Was ich bis jetzt aber noch nie gemacht habe, weil diese Bündnisse in der Regel sowieso nie wirklich halten, weil die KI macht in der Regel gerne, was sie will. Untereinander halten die Bündnisse von der KI ein bisschen besser. Ja, hier ist der Truppenbewegungsbutton. Da bekommen wir einen Panzerhandschuh und können dann, wenn wir hier Truppen haben, diese hier auf der Landkarte hin und her bewegen. Können wir jetzt aber noch nichts machen. Das hier ist für Warenhandel, wenn wir zum Beispiel... Wenn wir zum Beispiel Waren aus unserer einen Provinz in eine andere schicken wollen. Aber wir haben keine Befugnisse, weil wir bisher bloß eine Provinz haben. Dann gibt es hier noch diesen S-Button. Der S-Button ist für die ganze Übersicht. Hier sehen wir zum Beispiel, wie viele Territorien wir haben, unsere Gesamtbevölkerung in allen Provinzen, die Zufriedenheit. Ich glaube, die durchschnittliche Zufriedenheit, was ja jetzt 18 ist, weil das unsere einzige Provinz ist. Die Gesundheit unserer Leute ist leider geschwächt. Das heißt, wenn wir da Truppen ausheben würden in diesem Land, wären sie auch geschwächt. Und wenn sie zu geschwächt sind, sterben einige von denen pro Runde. Das heißt, man sollte seine Leute oder die Ortschaften, in denen man rekrutiert, schon gesund halten. Und die Leute wären auch krank, wenn sie durch Länder marschieren, die auch krank sind. Da muss man die dann schnell quasi durchschleusen oder dafür sorgen, dass die Länder ein bisschen besser versorgt sind.
Ja, gut, das ist hier Bremen. Halbe Rationen sind sie gerade. Das ist natürlich nicht so gut, weil sie dann, kurzfristig kann man das machen, aber auf Dauer werden die Leute dann krank. Ja, null Schwadronen in der Militärübersicht, das ist nix. Bogen haben wir auch keine. Und ja, hier ist nur so wieder unsere Übersicht. Und hier ist unser Steward oder unser Vogt, der noch keinen Zustandsbericht abliefern kann. Hier können wir aber einstellen, dass er alle ein Jahre oder alle... alle zwei Jahre oder alle vier Jahre hier einen Bericht abliefern will, bei dem wir sehen können, wo wir uns gerade befinden. Wer die beste Bevölkerung oder die beliebteste, am beliebtesten beim Volk ist oder das meiste Militär hat, die meiste Bevölkerung, bla bla bla. Können wir einmal machen, aber danach kann man es auch ausstellen, weil interessiert mich nicht wirklich. Und dieser... Niemand stiehlt Nahrung aus euren Ländereien. Ja, das ist einfach nur ein Anzeichen dafür, ob jemand gerade in unseren Ländereien stiehlt. Ob das jetzt unzufriedene Bauern sind, die über die Karte marschieren, oder eben auch gegnerische Truppen, die dann eben von unserer Nahrung in unserem Land hier stehlen und quasi auf unsere Nahrungsproduktion drücken. Und dieser Schildbutton ist, um anzuzeigen, wer gerade am Zug ist und auch um die Runde zu beenden. So, klicken wir auf das Land selber und bekommen unsere erste nicht sehr erfreuliche Nachricht, wobei alles ruhig ist, keine Probleme im Gebiet, was schon mal... Okay, das ist eine positive Nachricht. Eine andere schlechte Nachricht ist aber, dass es Stürme gibt und diese stören die Ernte und sind schlecht für unser Vieh. Und das sind die beiden Hauptnahrungseinkommen, die wir haben. So, das war jetzt hier die grobe Information. Hier unten sehen wir sie auch nochmal, alles ruhig, keine Probleme im Gebiet. Aber... Irgendwo gab es ja auch nochmal die Wiederholung, dass hier Stürme gibt. Hier auf dem Länder-Button bekommen wir dann nochmal das Wetter angezeigt. Also falls wir es vergessen haben sollten, was denn jetzt hier die Meldung war in der Runde, weil die bekommen wir nicht ein zweites Mal, wenn wir draufklicken, sondern nur eben hier drüber. Und ja, hier bekommen wir die Auflistung über unsere Völker und was die gerade so essen. Es gibt Rinder, Korn und Schafe und momentan sind sie auf halbe Ration. Wenn wir die auf normale Ration setzen, essen sie natürlich ein bisschen mehr. Das sieht man jetzt daran, das ist das, was sie jetzt haben, also was wir im Lager haben. Hier steht zwar Lager, aber das ist das, was in der nächsten Runde quasi übrig bleiben würde, weil sie das hier essen. Also sie essen 12 und es bleiben uns 28 von den jetzigen 40. So muss man sich das vorstellen. Ist natürlich im ersten Moment ein bisschen kompliziert. Ich muss auch erst eine Weile brauchen, um das zu verstehen, aber wir gehen wieder auf halbe Ration, weil 18 ist die Zufriedenheit und solange sie nicht unter 5 geht, gibt es auch keine Aufstände. Oder die Gefahr eines Aufstandes. Aber bis 10 kann man noch Truppen rekrutieren in dem Land. Über 10 oder unter 10 kann man sie nicht mehr rekrutieren. Und unter 5 werden sie dir halt aufmüpfig. Und dann hast du 5 Runden Zeit, um sie wieder über 5 zu bringen. Sonst hast du da Rebellion und sie schmeißen dich aus deinem Land raus. Das soll natürlich nicht passieren. Und deshalb, da wir noch im Frühling sind, lassen wir es erstmal auf halbe Ration oder... Wir brauchen auch ein bisschen Korn, um unsere Felder zu bewirtschaften, weil tatsächlich ist es so, um Korn einzunehmen, müssen wir es auch wieder aussehen. Das ist im Verhältnis 1 zu 10, das heißt, wenn wir einen Korn aussehen, bekommen wir dafür im Herbst dann 10 wieder. So rechnet sich das dann. Es sei denn, es kommen Stürme oder irgendein anderer Kack, der das Ganze natürlich dann wieder ad absurdum führt. Rinder sind gut, weil sie eben hier Milch produzieren. Die Milchproduktion ernährt 100, das heißt, jedes Rind ernährt 10 Leute. Da wir aber 214 haben, heißt das, wir haben 114 Leute über, die sich mit was anderem ernähren müssen. Und das ist dann eben hier Korn und 1 wird davon gegessen, da wir nur auf halbe Ration sind. Ansonsten wären es 12, weil wir ja quasi auch 12 über haben, sozusagen. Also 120, so würde es gerechnet werden. Es sind zwar 114, aber es wird immer aufgerundet und dann sind es 120 und das würden sie dann... an unserem Korn verspeisen, also das, was die Kühe nicht ernähren können mit ihrem Käse und ihrer Milch und allem anderen. Man könnte auch Schafe essen, aber Schafe sind für was anderes gut, denn die produzieren Wolle und Wolle kann man schön auf dem Markt verkaufen. Wir haben jetzt aber noch keine. So, das ist der Hauptbildschirm gewesen. Das hier wird ein reines Erklärvideo werden. Ich werde noch nicht großartig spielen, das mache ich dann in der nächsten Runde. Und hier, das sind unsere gesamten Felder. Jedes Land hat solche Felder. Und wenn sie grün sind oder Kühe oder sonst oder Feld oder hier mit Getreide bepflanzt sind,
dann kann man die neu definieren. Kann man sagen, ob man da jetzt lieber Getreide anbauen will, ob sie brach liegen sollen hier oder Kühe, ob Kühe da grasen sollen oder eben Schafe. Diese braunen Felder sind nutzlose Felder, das sind kaputte Felder. Die sieht man hier auf der Landkarte auch, das sind diese braunen Flecken hier. Und hier sehen wir auch die zwei Kuhfelder und das eine Getreidefeld, was wir haben. Und die brachliegenden Felder, das ist dieses grüne Gebüschel da, dieses Grasbüschel. Und diese braunen Flecken sind halt nutzloses Land, das wir nicht wirklich bebauen können. Hier haben wir nochmal eine Auflistung unserer, ja, wie viel wir im Lager haben und was da momentan gerade so wächst. Also 50 Korn wächst da gerade heran, das ist nicht gerade viel. Und wir haben zwei Kuhfelder. Vielleicht reicht auch bloß eines. Ja, okay, eines reicht auch. Das erkennt man immer daran, dass hier sich bloß eine Kuh befindet. Man will das immer so haben, dass möglichst nur eine Kuh auf dem Feld ist. Weil dann wachsen die am schnellsten. Wachsen die am schnellsten heran, weil sie mehr Platz haben, um sich auszubreiten. Was hat aber irgendwann zum Problem machen wird, ist, das kann ich hier zeigen, bei dem Fruchtwechsel. Das ist nämlich die Fruchtbarkeit unseres Landes hier. Wenn wir jetzt zu viele Kuhfelder aufmachen, dann sinkt hier der Fruchtwechsel. Und das heißt, wir bekommen weniger Getreide, können da weniger Getreide anbauen. Deshalb will man den Fruchtwechsel möglichst oben halten mit vielen brachliegenden Feldern. Also das ist quasi die Drei-Felder-Wirtschaft, die dann betrieben wird, weil man brachliegende Felder hat. Kann sich der Boden besser erholen, weil ein Feld nur bebaut ist und das andere kann sich in der Zwischenzeit erholen für das übernächste Jahr sozusagen. Und je mehr brachliegende Felder man hat, desto besser ist das natürlich für den Fruchtwechsel und somit auch für die Fruchtbarkeit. Die ist momentan auf Mittel, aber wir werden die dann mit der Zeit auf sehr gut erhöhen. Ja, das ist jetzt hier der Feld-Button. Und um diese braunen Flecken hier wegzukriegen, werden wir in den Arbeitsbereich gehen. Und hier sehen wir die Einteilung unserer Leute, unserer Menschen, die wir haben im Land. Und 21 Leute sind momentan ohne Beschäftigung, das können wir nicht so lassen. Die werden wir dann zu den Leibeigenen packen. Und die Leibeigenen, das sieht man jetzt zwar nicht, werden dann mit der Zeit diese Felder, diese kaputten, diese braunen Felder freischaufeln. So, die Zahl 32 bedeutet, oder die Zahl hier rechts bedeutet das, was wir, also links, was wir momentan einsetzen und rechts, was wir einsetzen müssten, um zumindest das zu erhalten, was wir schon haben. Also hier bräuchten wir eigentlich nur 32, um diese Länder so zu behalten, wie sie sind. Wenn wir weniger machen, dann hier sieht man hier in Rot plötzlich, dass da ein weiteres Feld bedroht ist, in der nächsten Runde kaputt zu gehen und auch braun zu werden und uns damit verlustig zu gehen. Das wollen wir natürlich nicht, deshalb erhöhen wir das auf mindestens 32 und wir behalten das Feld und irgendwann werden wir dann auch ein neues Feld dazu kriegen, wenn die freigeschaufelt werden. So, Landarbeiter brauchen wir nur 25, das heißt, wir werden die entsprechend reduzieren. Nur 25 Leute braucht es im Frühling für 50 Korn und dementsprechend bekommen wir 81 Leute frei, die wir auch wieder hier in die Felderfreischaufelung stecken werden. Und auch Kuhhirten brauchen wir nur 10 Stück momentan, das heißt, wir werden die auch reduzieren. Wenn wir wieder weniger machen würden als 10, dann sieht man eine rote Kuh, das heißt, wir würden eine Kuh verlieren und hätten in der nächsten Runde noch 9. Das heißt, es können auch noch 90 mit Milch versorgt werden und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deshalb lassen wir es auf 10 und stecken den Rest dann hier wieder in Leibeigene. Ja. Und ja, dann haben wir noch den Warenhandel. Der Warenhandel ist mit Kühen und da sehen wir unsere ganzen Waren, die wir momentan haben und würden auch hier Händler sehen, die wir, wenn sie denn im Land wären. Momentan sind sie aber nicht im Land. Und hier wird auch angezeigt beim lustigen Narren, dass wie viel Geld wir gerade haben und wie viel wir gerade in dieser Runde zumindest an Kronen eingenommen oder vergeben haben. Den Button darunter, das ist dann hier das Militär, wie viele Truppen wir ausheben können. Standardmäßig könnten wir nur 50 Bauern momentan ausheben. Das würde aber von unserer Hauptbevölkerungszahl abgehoben werden, sodass wir dann auch weniger Arbeiter zur Verfügung hätten. Das wollen wir aber auch nicht. Zumindest jetzt noch nicht, weil das auch auf die Beliebtheit quasi zurückfällt, die man hat. Und dann haben wir noch hier Speerwerfer, Bogenschützen, Schwertkämpfer, Keulenschwinger, Armbrustschützen, Axtkämpfer, Ritter und Söldner, aber sind momentan keine da. Zumindest noch nicht in der ersten Runde. In der ersten Runde ist eigentlich noch nichts los. Und die könnte man anheuern, wenn denn welche hier wären. Das ist zufallsabhängig, ob Söldner im Land sind oder nicht. Aber die anderen Truppen außer Bauern könnten wir nur ausheben, wenn wir auch die entsprechenden Waffen vorliegen haben.
Haben wir momentan aber nicht. So, die besten sind übrigens Schwertkämpfer. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die man da machen muss. Dann haben wir noch das, ja, das ist die Arte-Einheit, die Männer, die man da anheuert. Nicht mehr als 50% ihres Volkes zum Heer einziehen. Ja, mehr als 50% des Volkes können wir sowieso nicht einziehen und mehr als 10% schlägt auf das Gemüt unserer Bevölkerung. Deshalb werden wir nie mehr als 10 ausheben, sondern immer unter 10% unserer Bevölkerung bleiben, damit die nicht noch schlechter gelaunt sind, als sie es ohnehin meist schon sind. Ja, dann sehen wir hier rechts das Militär, die Armeen, also die Truppen, die wir momentan im Land haben, unsere eigenen und die Männer, die was stehlen in unserem Territorium. Was ja wieder hier mit diesem Button hier auch angezeigt werden würde, wer hier gerade was aus unserem Land stiehlt. Da würde dann so ein Dieb auftauchen. So ein schwarz gekleideter Dieb. Ja, das wäre auch hier dann angezeigt. In der Zahl, wer da gerade uns was wegfrisst. Ja, und der letzte Button ist einfach nur nochmal eine generelle Übersicht über Getreideanbau. Was wir verloren haben in dieser Runde durch die Stürme. Und was am Ende des Frühlings quasi für uns übrig bleibt. Also im Sommer haben wir nur noch 40 von den ausgesäten oder am Anfang gehabten 50. Das ist natürlich schade. Ja, Kühe sind hier gestorben in dieser Runde oder werden sterben. Eine Kuh wird sowieso sterben und eine ist geboren worden. Das heißt, es kommt auch selber raus und wir behalten unsere 10. Genau. Ja. Und Schafe, da haben wir gar nichts. Da wird auch nichts angezeigt. Holla Lisi. Ja, und das ist unsere Bevölkerungsauflistung. Anfang Frühling haben wir 200 Leute. 32 sind geboren worden, 18 sind gestorben. Keiner wandert aus, keiner wandert ein. Wenn unsere Beliebtheit zu höher ist, dann wandern Leute ein zu uns. Und wenn sie niedriger ist, wandern sie aus. Und hier steht dann auch, wohin sie auswandern, in welches Gebiet, in welches Fürstentum. Ja, und hier steht auch wieder, am Ende des Frühlings, also im Sommer, haben wir dann 214 Leute. Was ja auch auf dem Hauptbildschirm hier angezeigt wird. 214 und plus 14 bekommen wir dann dazu. Dann sind wir schon 228 hier in Bremen. So, das ist der Frühling, der verregnete, halbwegs verregnete Frühling. Und es ist alles ruhig. Ja, viel mehr können wir auch nicht machen, weil noch kein Händler da ist. Und ja, ich würde sagen, das war erstmal die grobe Einführung. Ich weiß, es ist viel, viel Zeug, was man da erstmal verdauen muss. Aber mit der Zeit werdet ihr das schon alles genauso verstehen wie ich oder beziehungsweise, ja, es geht dann einem in Fleisch und Blut über. Zur Not könnt ihr immer wieder zu diesem Video zurückkehren und nochmal gucken, ob ihr irgendwas nicht verstanden habt. Aber im Grunde genommen ist es alles ziemlich selbsterklärend. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Versorgung der Bevölkerung mit Korn, Milch und ja, dann eben noch der zweite Zweig ist dann eben das Militär. Und da werden wir uns aber erst drum kümmern können, wenn wir genug Bevölkerung haben oder genug Geld, um uns dann Söldner hier auf diesem Schirm hier anzuheuern. Die würden dann hier auftauchen und dann gibt es verschiedene Söldnertruppen, die manchmal besser, manchmal schlechter sind. Es gibt ein paar sehr gute Söldnertruppen, aber dafür muss man halt auch das Geld haben. Und mit 40 Kronen sind wir nicht gut bedient. Die billigsten gibt es, glaube ich, erst für 400. So, also in der ersten Runde kann man auch nicht viel machen. Ja, speichern wir erstmal das Spiel hier. Das Spiel mit GBF 1. Ist gesichert. Ja, das war GBF Arkadianmeister mit dem Intro oder dem Beginn, einem guten Beginn. Wir sind zumindest in dem Gebiet gestartet, wo ich starten wollte, wobei es nicht das Beste ist. Das Beste wäre hier unten rechts, unten links oder unten rechts. Wobei unten links fand ich jetzt eigentlich besser. Das habe ich nämlich einmal gespielt und das geht ziemlich gut voran. Schlecht ist immer, wenn man zwischen mehreren Fahnen quasi steckt, so wie in Hennegau oder Schlesien, wo man hier quasi in die Zange genommen werden kann. Das möchte ich eigentlich nicht. Hier kann ich auch in die Zange genommen werden von Pommern und von Hennegau, also vom Ritter und von hier vom Baron, die beide ziemlich aggressiv sind. Die haben auch verschiedene Persönlichkeiten. Also der Ritter ist am aggressivsten. Die Countess ist durchschnittlich, also die macht irgendwie alles. Der Earl ist ziemlich stark in allem. Der Bischof ist sehr defensiv und baut hauptsächlich Burgen. Und der Baron ist ja, auch so ein bisschen wie der Ritter, auch ziemlich aggressiv. Ja, so, mal sehen, wie es laufen wird. Das war GBF Arkadianmeister mit dem Let's Play von Lords of the Realm und ich sage, bis dahin.